Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily. Hallo. Deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jena ist der Pujan und ich bin der Sascha. Und wir haben heute den 20. August und am 20. August haben wir wieder ein Geburtstagskind, das ganz berühmt ist und das ist. Oh, mein Einsatz? Ja, jetzt bist okay. Du dran. Isaac Hayes. Isaac Hayes. Geboren 1942, berühmt geworden, also US-amerikanischer Soul-Musiker und Komponist. Er hat Lieder gemacht wie Soul Man. I'm a Soul Man. Und unter anderem die Filmmusik zu Shaft. Ach, das Shaft ist von ihm? Who's that bad man? Shaft! So, das war Isaac Hayes. Und geboren ist er in Covington, Tennessee, yeah. Und die reden auch so Tennessee. Warum? Howdy, Partner. Warum reden die so komisches Deutsch? Wahrscheinlich wegen dem ganzen Jack Daniels, ich weiß auch nicht. Aber die können doch gar kein Deutsch. Weißt du doch nicht. Naja, kann sein. Gut, und leider verstorben, wie es jeden Mal trifft, in Memphis, ebenfalls in Tennessee. Wieso machen wir diese Form? Ich weiß nicht, weil du ein bisschen bescheuert bist. Howdy. Ja. Am 20. August 1991 erklärt Estland seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Ist das Land? Estland. Ah, okay. Mhm, also genau. Die Esten. Die Estesen. Die Esterologen. Estländer. Ah, Also herzlichen Glückwunsch. Ja. Warum? Weil sie nicht mehr wollten. Ah, okay. Ja. Gut. Genau. Kann man machen. 1991 war so die Zeit von der Wende und so. Was für Wende? Wende, Hals. Ah, Gottfried? Ja, auch, ja, der war auch damals aktiv. Am 20. August 2009 kam ein Film in die Kinos. Das passiert sonst sehr selten. Aber ein Film, der dir auch gefällt. Wer denn? Inglourious Basterds. Inglourious Basterds, sehr gut. Sehr, sehr schöner Film. Ja. Mal wieder ein, ja, ich sag mal, ein Strike von Quentin Tarantino, aber vor allem mit Christoph Waltz in der Hauptrolle. Also, ja. Wie hieß der? Colonel Landa? Landa. Ja. Hammer. Total, richtig gut. Total strange, aber gute Filme. Ja, eigentlich der Durchbruch von Christoph Waltz gewesen. Vorher hat er Roy Black und so einen Käse gespielt. In Deutschland und Österreich und sowas. Ja. Da mit dem Film Inglourious Basterds dann Hollywood-mäßig richtig durchgestartet. Ab die Post. Danach hat er noch einen Streifen mit Inglourious Basterds, mit Quentin Tarantino gedreht. Und zwar war das dieser Django. Western. Django. Genau. Django Unchained. Richtig. Da aber war ja doch dieser fahrende Zahnarzt. Und dann hat James Bond gemacht, Spectre und sowas. Ja, stimmt. Fand ich aber nicht ganz so gut. Nein, der war kacke, aber es war trotzdem eine Hollywood-Produktion. Okay. Also jedenfalls eine große Produktion. Keine Hollywood-Produktion. Muss man ja sagen, James Bond ist ja nicht Hollywood. Nee, sondern das Bollywood. Ist ja England. Hier Broccoli und... Ich würde da auch... also, dass er da spielt, ist mir klar, aber wird er da auch produziert? Also, ist das, gehört das zu einem Hollywood-Studio oder nicht? Nee. Falls ihr es besser wisst, denn er weiß es nicht. Schreibt es einfach hier unten in die Kommentare. Das ist doch eine englische Produktion, würde ich sagen. Würde ich sagen, wenn ich schon würde ich sagen höre. Das heißt, im Grunde genommen... Ja, richtig, genau. Und damit schließen wir auch diese Sendung am 20. Dank. August. Wir sehen uns morgen wieder am 21. August. Und dann sage ich wieder Ciao, macht's gut.